Ich grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ich gucke jetzt mal in den Fernseher für den 19.01. plus 6. Die Woche, was jetzt in der Woche wichtig ist, worauf wir achten können. Nicht sollen, müssen, aber es ist sinnvoll, immer so eine Dinge zu wissen, um sie zu verstehen, warum Dinge passieren. Es ist in dieser Woche so, ihr steht vor mir, ihr wisst, alles spiegelverkehrt und die linke Seite von eurem Gesicht zerbröselt. Das heißt, ihr habt etwas geglaubt, für wahr und für richtig erachtet und erhalten, gehalten. Und in dieser Woche zerbröselt das, diese Glasmaske und fällt euch ab vom Gesicht. So wie, ich habe ja mal geglaubt, meine Mutter, mein Vater und die sind ehrlich und die haben mir erzählt, wie alle kennen das. Und so war das und so habe ich das gemacht und irgendwann seid ihr erwachsen und dann kommt die Wahrheit über das Lügengerüst der Eltern ans Tageslicht und ihr steht da wie vom Donner gerührt. Und dieser Donner ist das, was das Gesicht, die Maske, das, woran ihr geglaubt habt, zerbröseln lässt, zersprengt, kaputt gemacht hat, weil das sieht aus so wie Glas und das so Risse hat dann und so abrückelt vom Gesicht und ihr seht das und die linke Seite wird mir aber nur angezeigt, weibliche Seite und ihr seht dann plötzlich eine Wahrheit und ihr seid wie vom Donner gerührt, also steht da Schockstarre und kalt und klamm und erkennt die Wahrheit. Und einerseits ist man ja sauer auf das Elterngedöns, wenn die dich ja angelogen haben. Und andererseits versteht ihr, dann herauszufinden, so wie ich bin und so wie ich gedacht und gefühlt habe und wie mein Bauchgefühl es mir gesagt hat, war es immer richtig. Diese Erleichterung und den Segen herauszufinden, warum das jetzt herauskommen musste, ist in dieser Woche wichtig, den Segen hinter der herausgekommenen Wahrheit zu erkennen und in die Dankbarkeit reinzugehen. Das ist so ein, zwei Tage, wo man da in der Schockstarre ist. Ihr wisst ja, jede Seele agiert anders, aber so ein, zwei Tage. Und dann wirklich zu erkennen, oh Gott sei Dank, es geht nicht um in die Wut reinzugehen, ich will mich jetzt rächen und bla, schnuckelst, das hat uns nicht weitergebracht, wenn man sich an uns gerecht hat über die ganzen Leben und das bringt euch nicht weiter, wenn wir uns an denen jetzt rächen. Es ist was anderes, zu artikulieren, zu kommunizieren, wenn man das denn möchte. Aber im Grunde genommen ist es doch wichtiger zu handeln, zu agieren daraufhin. Versteht ihr? Dass ihr dann sagt, okay, dann muss ich ja dieses Lügenmärchen der Ahnen oder wem auch immer, was bei euch so hochkommt oder rauskommt, nicht mehr folgen, sondern ich mache jetzt mein eigenes Ding, agieren. Meine Zeit nicht mehr damit verschwenden, das zu versuchen, dass das funktioniert, weil es kann nichts funktionieren, weil es eine Lüge ist. Eine Lüge kann niemals, darauf kann niemals was aufbauen. Fertig. Warum ist das alles so kaputt? Weil das alte Lüge ist und das jetzt immer mehr zerbröselt. Fertig. Und so ist es, den Segen herauszufinden, was soll mir das jetzt sagen, was soll mir das jetzt bringen, welche Möglichkeiten habe ich denn, das jetzt zu meinem absoluten Vorteil zu nutzen? Was ist da möglich? Halleluja. Na, da bin ich ja mal gespannt. Halleluja. Was so von euch in den Kommentaren kommt, ihr süßen Engelwängelinchen. Die Mutter ist zufrieden. So, also, dann haben wir das für die Woche, das bröselnde Gesicht. Und die Wahrheit kommt zum Vorschein. Und ihr könnt euer Gesicht dann richtig zeigen, weil die Maske dessen, was ihr geglaubt habt oder leben musstet, ja weg ist. Ihr könnt euer Gesicht dann zeigen. Eure Reinheit und Purity, ist doch mal schon mal cool, oder? Naja gut, das war's denn mal für heute. Ich schnuddel euch, wudel euch, freue mich wieder. Mal Like, Abo und Kommentar.
Ich wünsche euch noch einen Traumhaufen und so weiter. Und tut nichts, was die Mutter nicht tun würde. Ne? Das erschwert ja wieder, weil ihr das ja nicht wisst. Die kennen wir ja schon. Macht's gut, ihr Lieben.